Du bist Fotograf, du warst jetzt an beiden Orten, wo Neonazis heute sein wollten. Und du konntest uns ein bisschen was berichten über das Vorgehen der Polizei gegenüber Medienvertretern. Was ist da passiert? Also bei der Ankunft war es schon so, dass wir aufgehalten worden sind. Und dann wurde gesagt, Taschenkontrolle und hier, egal wer kommt, musst du kontrolliert werden. Also es gilt auch für Medienvertreter, selbst bei Vorzeigen des Presseausweises. Peinlich genaue Durchsuchung, jede Objektivtasche, die Kamerataschen, alles aufgemacht und auch jede einzelne Tasche von der Hose. So einen Geldbeutel wollten sie mir sogar durchsuchen, das habe ich dann verhindern können. Also schon sehr, sehr übertrieben. Und dann immer wieder ist es dann passiert, wenn dann die Polizei angefangen hat, irgendwelche zum Beispiel Demonstranten rausziehen zu wollen oder bei anderen Kontrollen wurde man dann immer abgedrängt und gesagt, sie dürfen keine Bilder machen. Und auf die Aussage, ich bin Medienvertreter, ich darf das, wurde dann gesagt, das ist mir egal, sie gehen jetzt weg. Und einmal wurde ich sogar weggeschubst, wirklich gewaltsam weggeschubst. Und dann hat er gezählt, wir haben 3 Sekunden, um zu verschwinden, sonst passiert was. Und das ist schon sehr, sehr raviat. Du musstest sogar Fotos vorzeigen, die du gemacht hast vor Ort, oder wie? Genau, das war richtig, ist richtig. Weil es ist natürlich klar, man darf keine nahen Aufnahmen von Gesichtern machen. Das verstehe ich natürlich. Aber dann, wenn man aus ungefähr 10 Metern Entfernung Fotos macht und dann kommen Polizisten von der anderen Straßenseite rüber und sagen, sie zeigen mir jetzt ihre Bilder, sonst beschlagnahme ich die Kamera, dann wird dann schon sehr, sehr übertrieben. Du bist jetzt, man hört es auch im Hintergrund, in Nürnberg-Langwasser. Dort will ja die NPD demnächst ankommen. Sie ist auf Deutschlandfahrt, so nennen sie das, und machen heute Station in Nürnberg. Heute Vormittag waren sie in Regensburg. Was ist vor Ort gerade? Also gerade vor Ort sind jetzt ungefähr 100 Polizisten, sind ungefähr jetzt die Straße runtergelaufen, weil sich die Nazis sind jetzt anscheinend angekommen letztendlich. Und es gibt hier einen Kessel mit Wellenbrechern, wo die linken Demonstranten und auch alle möglichen Parteien sind da drin gefangen. Die werden nicht rausgelassen und auch nicht reingelassen. Und eben die Straße runter sammelt sich jetzt, da ist ja schon der Truck von der NPD, Einwanderung stoppen steht drauf. Und ja, die wollen jetzt hier durchfahren offensichtlich, auf den Platz fahren. Kannst du uns diesen Truck auch mal noch kurz beschreiben, weil er wird ja doch oft als relativ kläglich geschildert. Heimat bewahren, Einwanderung stoppen und er fährt in die Menge rein und es gibt überall Pfefferspray, hier wird gesprüht und also das ist ja wirklich fast, oh mein Gott, das sind so viele jetzt mit Pfefferspray eingesprüht worden und die Polizei hat jetzt auch gerade zum Prügeln angefangen, aber es löst sich jetzt schon wieder auf, die Demonstranten verschwinden jetzt hier, die NPD ist durchgebrochen durch den Demo-Block und steht jetzt halt auf dem Platz. Und will sich jetzt anscheinend, werden wir das gleich dann aufbauen. Also es setzt sich hier alles in Bewegung. Das heißt, die NPD ist jetzt angekommen, auf ihren Platz gekommen und die Gegendemonstranten wurden zur Seite gebracht mit Pfefferspray. Genau, also die Polizisten haben Pfefferspray eingesetzt, nicht die NPD. Ja. Also es wird jetzt ganz schön heiß. Ich glaube, ich müsste jetzt dann langsam aufhören. Ich glaube, das verstehen Sie. Eine letzte kurze Frage noch, gab es eine Sitzblockade oder wie sah das vor Ort aus? Also es war teils, teils, einige Leute sind gesessen, aber jetzt als die Nazis gekommen sind, sind alle aufgestanden. Die werden jetzt aber auch alle weggedrängt von gepanzerten Polizeieinheiten von USK.